Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV natürlich mal wieder. Und unser SK Sturm trifft in der 6. Runde der österreichischen Bundesliga zu Hause auf den SK Rapid Wien am morgigen Sonntag um Punkt 17 Uhr in Graz-Liebenau. Das Stadion wird vermutlich ziemlich voll werden oder hoffentlich ausverkauft. Ist natürlich immer eine richtig geile Partie, auch aus Fansicht. Das treffen ja schon, würde ich mal behaupten, die zwei fanstärksten Teams aufeinander oder die zwei fanstärksten Vereine in der Bundesliga eben aufeinander. Und ja, unsere Blackies und auch der SK Rapid sind ja aktuell so ein bisschen mittelprächtig in der Bundesliga unterwegs. Zwei Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage, beide mit 8 Punkten, mit derselben Bilanz. Nur Rapid auf Platz 5, Sturm auf Platz 6 aufgrund des Torverhältnisses. Also aktuell ziemlich auf Augenhöhe das Ganze. Und ja, beide Teams brauchen den Sieg natürlich, um oben ja dran zu bleiben, denn da haben sich zu St. Pölten und dem WRC jetzt auch noch der LASK dazu gesellt. Also es ist alles ein bisschen eng, abgesehen von den Salzburgern, die sind natürlich wieder schon mal ein bisschen vorweg, was ich glaube ich oder befürchte ich im Laufe der Saison auch nicht großartig mehr ändern wird. Aber auf jeden Fall geht es jetzt mal darum, ja, auf die Plätze 2 und 3 da ein bisschen ranzukommen. Und das soll natürlich mit einem Sieg gegen die Hütteldorfer gelingen. Wie sieht es da von der Bilanz her aus? Die ist eigentlich wunderbar aus schwarz-weißer Sicht, zumindest wenn man die aktuelle Saison betrachtet. Da haben wir nämlich in 5 Pflichtspielen gegen Rapid kein einziges verloren. 2 Siege in der Meisterschaft, dazu 2 Remis in der Liga und eben der Sieg im Cup-Halbfinale gegen die Hütteldorfer vor heimischer Kulisse. Also das waren schon richtig, richtig geile Partien und tja, sowas kann es auch gerne wiederkommen, wenn es nach mir geht. Aber Fußball ist ja kein Wunschkonzert und man muss auch sagen, personell hat sich ja einiges getan, sowohl bei den Grün-Weißen als auch bei unseren Blackies. Und ja, auf unsere Aufstellung gehen wir mal da ein bisschen näher ein. Ich würde mal sagen, wir treten ziemlich sicher wieder mit einer Fünferkette an. Gegen den WRC hat mir persönlich die Aufstellung auch nicht so schlecht gefallen. Also das hat schon alles ja ein bisschen mehr Sinn gemacht für meine Begriffe, zumindest größtenteils. Ich gehe mal davon aus, im Tor 7 handelt, ganz klar. Die drei Innenverteidiger, die werden wohl wieder Marisic, Spendelhofer und Aflonitis heißen. Rechts außen in der Defensive, also da, naja, da ist so ein bisschen ein Fragezeichen bei mir. Fabian Koch wäre normalerweise gesetzt, ist aber aktuell in einer Unform, die seinesgleichen leider sucht. So sympathisch, dass er mir auch ist, aber ehrlich gesagt, ja, es würde mich jetzt nicht schockieren, wenn er auf der Bank sitzt in dieser Partie. Die andere Sache ist natürlich, trotzdem hat er sehr viel Erfahrung und gerade in solchen hitzigen Duellen brauchst du vielleicht auch diese Coolness. Also es ist wirklich ein schmaler Grat. Obermeier wäre sonst wohl die logische Alternative auf der rechten Außenbahn. Und naja, lassen wir uns da überraschen natürlich, was Heiko Vogel im Sinn hat. Ich rechne mal mit Koch, aber ja, ich hätte auch nichts gegen Obermeier zur Abwechslung, würde ich ehrlich gesagt mal sagen an der Stelle. Links hinten sieht das Ganze sogar noch schlimmer aus. Da ist es wirklich die ganz große Baustelle aktuell. Da hat man zwar drei Akteure, die diese Position aktuell bekleiden können oder würden oder auch tun. Schrammel, der wurde ja von Rapid letzten Winter geholt, spielt nicht wirklich eine Rolle. Keine Ahnung, ob er vielleicht gegen seinen Ex-Club so aus nostalgischen Gründen in die Schlacht geworfen wird. Wäre sicher gegen die Rapidler sehr motiviert. Aber ob es spielerisch eben von der Qualität her reicht, traue ich mir noch immer nicht ganz zu bewerten aus schwarz-weißer Sicht. Dann haben wir Ferreira, den Neuzugang aus Portugal, der bis dato überhaupt noch nicht eingeschlagen hat in Graz, der sich eben noch schwer tut, da wirklich reinzukommen. Und ja, ob da wirklich Rapid der richtige Aufbaugegner ist, das wage ich auch zu bezweifeln. Also von dem her fallen wahrscheinlich die zwei erstgenannten jetzt weg und ja, der dritte im Bunde ist eigentlich Stefan Hierländer, seines Zeichens ja nicht wirklich richtiger Linksverteidiger, aber er spielt eben auf dieser Position, der Kapitän unserer Blackies und macht das noch am besten, würde ich sagen, obwohl er da jetzt auch keine Bäume ausreißt, aber ja, ich glaube auch, dass es auf Hierländer wieder hinauslaufen wird. Da wäre es natürlich interessant zu beobachten, ob sich da jetzt am letzten Transfertag hier nochmal was tut. Ich glaube ehrlich gesagt aber nicht, dass noch ein Linksverteidiger kommen wird, aber auf jeden Fall muss man das Problem jetzt irgendwann mal in den Griff bekommen und ja, bis das erledigt ist, wird es wahrscheinlich Hierländer einfach weiterhin werden. Im Mittelfeld, da hat es mir gegen Wolfsberg sehr, sehr gut gefallen von der Aufteilung her. Gitaischvili als Zehner hat viel besser funktioniert als Schul. Schul jetzt wieder ein bisschen zurückgezogen auf der Acht. Ich glaube auch, dass das gegen Rapid wieder der Fall sein wird und dazu eben Sandi Lovic, der einfach für mich ja,
im Moment zumindest viel besser als Lackner agiert. Allein schon, ja, das spielerische Potenzial ist bei Lovric schon höheres und Lackner bekommt bis jetzt auch noch nicht so ganz beide Beine auf den Boden in Graz und ja, braucht halt einfach noch die Zeit, es hilft ja nichts, aber bei so einem Duell, da darf man sich einfach ja keine oder eben nur ganz, ganz wenige Fehler erlauben und da glaube ich trotzdem, dass der junge Lovric trotz seiner jungen Jahre eben schon ein bisschen abgebrühter ist als Lackner. Zumindest ja, kennt Lovric das Umfeld da ein bisschen besser und hat solche Duelle schon gespielt, deswegen für mich Sandy Lovric neben Schul so quasi auf der 6-8 und eben Kitaischwili so auf der 10 und ja, im Angriff, da ist es ja auch so die große Baustelle, das große Fragezeichen, da rechne ich mal mit Grozurek, der dürfte aktuell gesetzt sein, so im Sturm, ist ja eigentlich jetzt auch kein 100%iger Stürmer, aber gefällt mir von den Offensiven in dieser Saison bis jetzt fast noch in spielerischer Hinsicht am besten. Neben ihm gibt es dann ein paar Optionen, man hätte Philipp Rosina, der aktuell aber ja auch ja, nicht so wirklich, wie drücke ich schmeichelhaft aus, ja, nicht so wirklich in Tritt kommt, der bemüht sich schon, aber da läuft einfach nichts zusammen, wurde gegen den WAC auch völlig zu Recht vorzeitig ausgewechselt und ja, sonst haben wir Markus Pink, der immerhin mit einer gewissen Treffsicherheit aktuell unterwegs ist, also hat auch in Wolfsburg getroffen und ja, Pink ist auf jeden Fall ein heißer Kandidat für die Startelf, wenn es Pink nicht wäre, dann vielleicht noch Emeka Fuaide-Ese, aber nur unter der Voraussetzung, dass er wirklich 100%ig ist oder zumindest 90%, dass er eben ja der Mannschaft auch weiterhelfen kann. Aktuell ist er ja gar kein Thema mehr in den letzten ein, zwei Partien gewesen. Ja, und scheint wohl an seinem Fitnesszustand irgendwie zu liegen. Auf jeden Fall. Ich kann da natürlich auch ja, nicht in Messendorf da durch die Kabine durchgucken. Keine Ahnung, wieso Messes Gesundheitszustand steht. Spielberechtigt, einsatzfähig wäre er auf jeden Fall. Also wenn er fit ist, rein mit ihm. Denn das ist einfach ein Brecher, ein Kämpfer. Wenn er eben fit ist, dann hilft uns Messes gegen Rapid sicherlich weiter. So viel eben zur Aufstellung. Und ja, ich würde dann auch sagen, von dem her war es das mal erstmal für das Spiel gegen Rapid. Vielleicht noch ganz kurz erwähnt, Sturm hat einen Transfer nämlich verkündet, allerdings kein Neuzugang, sondern ein Abgang. Fabian Schubert verlässt unseren SK Sturm nämlich und wechselt zum TSV Hartberg, also zum Ligakonkurrenten. Und ja, ich würde mal sagen, das ist jetzt ein Transfer, den man jetzt nicht unbedingt nachweinen muss. Also auch Schubert, ganz sympathischer Kerl, habe ich gar nichts gegen ihn. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es für Sturm reicht oder gereicht hätte. So richtig, also eben auch ja vom Alter, ich glaube 24 ist er jetzt geworden. Das ist dann kein Talent mehr und ja, da ist es für ihn nur logisch, dass er jetzt den nächsten Schritt macht und Spielpraxis in der Bundesliga sammeln möchte. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass sein Hartberg jetzt gleich die erste Wahl sein wird. Und ja, deswegen blöd natürlich irgendwie nur für Sturm, falls keiner mehr kommt, weil man sowieso einen Engpass in der Offensive hat, so ein bisschen, also bei den Stürmern. Grozurek ist ja jetzt so ein bisschen als Stürmer umfunktioniert worden, aber sonst Hosina und Pink. Ja, dazu eben, ja, ich sehe, das ist alles noch ein bisschen so wischiwaschi, was die Form betrifft. Da muss noch ein bisschen mehr kommen und ich bin gespannt, ob unsere Blackies oder beziehungsweise Günter Kreisel da nicht noch einen aus den Hut zaubert, so im letzten Moment. Wir werden es natürlich alle mitbekommen und da bin ich natürlich auch sehr gespannt drauf. Von dem her war es das dann auch schon fast wieder von mir. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zum aktuellen Spiel sagt. Hauen wir die Hütteldorfer weg? Schaffen wir es an die recht gute Bilanz der Vorsaison, den Anschluss dann nochmal zu finden? Oder wird es ein Debakel? Gehen wir unter? Keine Ahnung. Schreibt es mir gerne auf jeden Fall in die Kommentare rein. Und natürlich auch zum Schubert-Transfer. Logische Konsequenz. Wird er uns doch vielleicht ein bisschen mehr abgehen, als man es erwartet? Also auch da bin ich sehr gespannt. Und natürlich ja, noch ganz kurz, so last but not least, ja, vielleicht so ein kleiner Aufruf einfach. Das Stadion wird ja voraussichtlich voll sein gegen Rapid. Aber ja, nur so ein kleiner Ansporn, ganz ehrlich Leute, bitte geht auch ins Stadion, wenn wir nicht gegen Rapid spielen, wenn der Gegner auch nicht Ajax Amsterdam oder sonst wie heißt. Gerade gegen die kleinen, die uninteressanten Clubs wie Mattersburg, wie Wolfsburg, wie Altach, da ist es wichtig, dass die Leute ins Stadion gehen, auch wenn es im Moment wirklich nicht so prächtig läuft bei unseren Blackies, aber ganz ehrlich, es geht um Sturm, es geht um Graz, es ist unser Club und ja, genau bei solchen Partien, wo der Gegner eh keinen interessiert, da geht es aber wirklich darum, dann die Mannschaft aus meiner Sicht eben zu unterstützen. Und da wünsche ich mir einfach wirklich auch in Zukunft, bitte wirklich Leute, bevor ihr daheim bleibt und sagt, ja, WRC, keine Ahnung, interessiert mich nicht echt, überlegt euch das zweimal. Denn ja, es geht eben nicht immer nur um Cup-Siege und Champions-League-Qualifikation. Es geht halt manchmal auch darum, ein bisschen ja, Dreck zu fressen, wie es so schön im Fußball-Jargon heißt. Und ja, das müssen auch die Fans so ein bisschen akzeptieren.
akzeptieren, würde ich da sagen. Und ja, deswegen, auch wenn der nächste Gegner dann mal nicht interessant ist, ich glaube, nächstes Heimspiel ist aber noch Salzburg, okay, aber eben, wenn es dann halt mal gegen, keine Ahnung, eben gegen Wolfsburg oder Konsorten geht, dann bitte dann wirklich auch mal ins Stadion kommen, geballt hinter der Mannschaft, denn da braucht sie uns wirklich am nötigsten. Und ja, wenn sie es auf den Platz dann zurückzahlt, dann weiß man ja auch, man hat alles richtig gemacht. Von dem her war es das dann aber auch schon wirklich von mir und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lenz TV. In diesem Sinne, euer Elias. Auf die schwarzen Gamer-Burschen! Los! Und bis dann. Ciao, ciao.